So, Freunde, weiter geht es mit einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Noch ein paar mehr, oder was? Komm, komm. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, cool, dass ihr dabei seid wieder. Danke auf jeden Fall an der Stelle nochmal für eure Unterstützung bis hierhin. Freut mich sehr, dass ihr, ja, so Bock habt bisher. Komm, ja, du bleibst so, warte. Und jetzt, bam. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Okay, das lief ganz gut. Ja, ey, ohne Witz, nochmal an der Stelle danke für den Support. Freue mich, dass es so gut bei euch ankommt. Mal gucken, wie lange das hält. Oftmals ist es ja dann so, dass irgendwann komplett abflacht. Wir werden sehen, Freunde. Muss ich das weiter aufballern oder was? Okay. So, rüber, 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 rüber. Aber wie kommt man an die Kiste da drüben? Keine Ahnung, ey. Vielleicht weiß es jemand von euch. Dann gerne ab in die Kommentare damit. Ach, guck mal da. Achso, nee, so komme ich nur wieder zurück. Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung, vielleicht weiß jemand das von euch. Vielleicht weiß auch jemand von euch die Antwort auf die beiden Quizfragen. Wie gesagt, gerne weiterhin mitmachen oder mir sagen, dass wir das lassen sollen. Die erste Frage ist, wo gibt Lucius Malfoy Ginny heimlich das Tagebuch von Tom Riddle? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie viele Jahre reist Harry mit Hilfe des Tagebuchs zurück? Schreibt es gerne rein, wenn ihr es wisst. Und checkt doch gerne das Gewinnspiel ab von meinem Partner. Scheint es weiterzugehen, aber wohin? Link in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne kostenlos beim Gewinnspiel mitmachen. Und ja, immer cool. Und Freunde, natürlich. Und da war ich zu voreilig. Natürlich nochmal der Hinweis auf meinen Zweitkanal, der Sorbus Gaming. Wenn ihr Bock habt, auf mehr Gaming noch, dann dort gerne mal reinfolgen. Ich wollte schon wieder. Was machst du denn? Geh da, er geht beim Zaubern so nach vorne, weißt du? So, fast so, geschafft. So, 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 und ich so. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Kann man später. Wahrscheinlich nicht, oder? Aber kann man später hier mit dem Besen einfach langfliegen? Oder rüberfliegen oder was? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kann man den Besen nur außerhalb benutzen, oder? Außerhalb vom Gebäude. Okay, das sind einige. Bam! Kommt schon! Kommt! Incendio! Incendio! Protego! Stupo! Protego! Accio! Ey, Leute, sind wir mächtig. Bam, Junge. Bist ein bisschen langsam, Junge. Bist ein bisschen langsam. Ah, gerade wieder die große Schnauze gehabt. Und dann, ich dachte, der wäre hinten runtergeflogen. Okay. Sehr gut. Okay, da war ich ein bisschen übermütig kurzzeitig mal wieder und krieg direkt natürlich die Schelle dafür. Es ist also doch ein Buch.
Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morgenock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morgenock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann Sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind Sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morgenock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Sebastian. In der verbotenen Abteilung! Schon wieder! Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns! Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Okay, Leute, okay. Okay. Also, der ist auf der Skala der Ehrenmänner gestiegen, sag ich mal. Der ist jetzt gestiegen. Dass er uns nicht verpfiffen hat, ist nicht schlecht, nicht schlecht. Wie komme ich denn da ran, ne? Wie komme ich denn da ran jetzt? Ah! Warte, da steht er. Ist er das? Okay, da steht hier einfach nur. Okay. Okay, na gut. Kein Danke, kein gar nichts. Wir hauen einfach ab. Danke, ciao. War nett mit dir. So, hier war ja noch einer, ne? Ja. Springbrunnen an der Haupthalle. Dieser verschnörkelte Springbrunnen besitzt filigran gearbeitete Statuen von Bewohnern der magischen Welt, darunter die steinernen Sirenen, die den Brunnensockel umrunden. Das ist eine Nebenmission? Lumos! Hä? Ja, Akio! Lumos! Das ist doch... Hä? Normalerweise hat es doch immer geklappt mit dem Spiegel. Protego! Aber wie viele Nebenmissionen sind denn hier? Lidiosa, Akio, Lumos. Revelio.
Komisch, komisch hier mit dem Spiegel. Ist alles so leer. Sag mal, ist es schon dunkel, oder? Müssen wir ins Bett, oder? Wirkt so, oder? Gerade komplett leer hier alles. Wo kommen das Geräusch her? Wo? Wo ist denn was? Akio! Cool. Revelio. Was ich aber auch sagen muss, bisher sehr wenig Schulunterricht so normal. Ich dachte, wir würden richtig so am Schulunterricht teilnehmen, weißt du? Bisher aber eigentlich nicht so wirklich, war. Eine Stunde hatten wir gefühlt oder zwei. Und das war es eigentlich, oder? Ich hoffe, da kommt noch mehr, ehrlich gesagt. Ja, schon ganz cool. Da fällt mir gerade mal ein. Warte mal, eigentlich ganz kurz. So, das wollte ich mal kurz umgestellt haben. Rebellion. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja! Auftrag gestartet, Wälzer und Widrigkeiten. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Was? Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Was sagen Sie ihnen über Mr. Osricks Tod? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Rannoch überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Okay, danke für den Tipp mal wieder. So.
So, wieder Level Up. Ja. Ich muss auch, da muss ich auch sagen, ein bisschen schade, dass wir bisher keine Punkte verteilen können, aber ich weiß halt nicht, vielleicht kommt das ja noch. Oder? Meint ihr, das kommt noch? Es wird Zeit, deine Duellfähigkeiten zu testen und einen neuen Schul-Champion zu finden. Komm zum üblichen Ort für die Finalrunde von Gekreuzte Stäbe. Die Übungspuppe steht weiter zu... Revelio. Okay. Triff mich so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja, wie gesagt, irgendwie klingt die richtig gelangweilt. Ich weiß nicht, also ich muss sagen, die Synchro ist allgemein sehr, sehr gut, aber sie, so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen gelangweilt klingt das, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Also jetzt auch nicht schlecht oder so, aber einfach gelangweilt. So einfach, ja, komm einfach vorbei, oder wenn nicht, dann nicht, so. Das ist die Weltkarte. Dörfer sind kleine Gemeinden überall auf der Welt. Dies ist das Dorf Lower Hogsfield. Geil. Sammlung Truhen. Lower Hogsfield liegt auf dem Land und ist das nächstgelegene Dorf zu Hogwarts. Aus Ehrfurcht vor der Schule, in der sie alle unterrichtet wurden, entschieden sich die Bewohner für den Namen Hogsfield. Etwa zur gleichen Zeit entschieden sehe ich jedoch auch die Bewohner von Upper Hogsfield für den Namen Hogsfield nach Hogsmeade. So kam es zu einem unglücklichen Kompromiss und jedes Dorf fügte seinem Namen einen Zusatz hinzu. Okay. Die Professorin Fig und Weasley möchten, dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Jetzt haben wir aber ganz schön Nachrichten. Hallo, hallo. Postfach ist voll, sorry. So. Ey, wenn ich noch wüsste, wo dieses Sie Bild können ist. Sich ja gar nicht vorstellen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen soll. Warte, was sollen wir jetzt als erstes machen? Lass mal kurz auf die Map gucken. Auf die Aufträgenübersicht. Okay, das ist einiges. Unterrichtsstunde Kräuterkunde. Oh ja, da hab ich Bock drauf. Gerade noch davon gesprochen. Da hab ich Bock drauf jetzt. Das wäre halt wirklich cool, aber auch wenn du auch so verkacken könntest, wa? Weil bisher bei den anderen beiden Stunden hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, als wenn du irgendwie, scheitern könntest. Aber. Das fand ich zum Beispiel bei Bully von Rockstar so nice, dass du so viel Unterricht hattest und ja, dann wirklich auch was liefern musstest. Ansonsten bist du halt gescheitert. Dann bist du halt gescheitert, musst es halt nochmal machen. Boah, sieht das cool aus. Ey, ich will Alraunen sehen jetzt sofort. Das muss sein jetzt gleich. Revelio. Oben ist doch bestimmt was, oder? Zum Einsammeln? Wo ist der Sound hier in der Nähe? Gewächshausbaum. Das Wurzelgeflecht dieses im Zentrum des Gewächshauses stehenden Baumes ist so weitreichend und verschlungen wie die Kerker der Schule. Sieht das cool aus. Revelio. Ach, guck mal, hier können wir auch... Ach so, gerade mal, das fällt mir auch gerade mal ein. Wo können wir eigentlich unsere Tränke mischen und so weiter? Wie kann man das eigentlich machen? Ich meine, wir haben die Sachen ja bekommen. Aber wie können wir das machen? Es war ja irgendwie so, als wenn du... Das sah ja auch immer in den ganzen Gameplays so aus, als wenn du deinen eigenen kleinen Raum hast, wo du so ein bisschen hantieren kannst und Sachen anbauen kannst und so Pflanzen anbauen und so. Wann kommt denn das und wie kommt das? Oh. So, ja. Ja, wie gesagt, ist leider nicht so cool gelöst hier. Ist leider wirklich nicht so cool gelöst hier, das Ganze. Das hätte man deutlich komfortabler für die Zocker machen können. Aber naja, gut, was soll man machen jetzt? Ich sag mal so, man kann sich damit arrangieren, so ein bisschen, aber ja. Diablo oder so hat es auf jeden Fall cooler gemacht als das hier.
So, okay. Checken wir das mal ab hier. Kurz nochmal die Sachen mitnehmen. Warum nicht? Und jetzt ab in den Unterricht. Kleiner Reim nochmal. So, hoho, yo, das sieht so cool aus, Mann. Let's go. Guten Morgen, Professor Garlick. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Ach, hallo. Klasse. Die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Akio! Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Nun, alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Ja, nice. Sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Reparo! Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. Als nächstes werden wir Diptam an den Pflanzentischen einpflanzen. Sie können anfangen. Ich muss nur noch kurz mit unserem Neuzugang reden. Der beste Zeitpunkt für die Aussaat ist die letzte Saison. Der zweitbeste ist jetzt. Okay, Kleiner. Okay, ey, erstmal, Professor Knoblauch wirkt ein bisschen jung, ne? Und, Vielleicht hätte sie das besser mal vorher gesagt, dass man die wieder reintun muss. Wusstest du, dass du die Alraune zur Verteidigung nutzen kannst? Stell dir das mal vor. Wow. Ob Hippogreife wohl knöterig mögen? Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich sie zu ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Das stimmt. Fast wäre ich taub geworden. Nun ja, und der Schrei einer ausgewachsenen Mandragora kann sogar tödlich sein. Also schützen Sie stets Ihre Ohren. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar! Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Sehen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. Mal sehen, okay, cool. Kann ich mein Flockenblumenarrangement abholen? Dann können wir jetzt anfangen. Okay. Pflanztisch freigeschaltet. Da ist er doch, ja, gerade noch gesagt. Wie Sie sicher 10 Minuten aus Professor Sharps Unterricht wissen. Okay, 10 Minuten dauert es, Ertrag 5. Du kannst dieser Pflanze Dünger hinzufügen, um ihren Ertrag zu erhöhen. Du kannst Dünger herstellen, indem du einen Dungenkomposter beschwörst. Ah, cool. Gut gemacht. Sobald er geerntet werden kann, ist ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Professor Sharp wird Ihnen das erklären.
Nun, strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Okay. Ach, da ist er doch Hallo. Schon. Ich habe dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Ich bin Leander. Ich zeig dir den chinesischen Kaukohl. Er ist gleich die Treppe da hoch. Aber du gehst vor. Okay, warum wirkst du so abweisend? Komisch. Und guckst du auf den Boden? Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Genial. Oh, tja, danke. Ich hätte Sebastian fast selbst gezeigt. Ich meine, wenn Hackett mich nicht aufgehalten hätte. Aber hat sie dich nicht vor dem Drachenschädel bewahrt? Pff, typisch Slytherin. Hier wären wir. Die Ach, Heimat Leute. Des chinesischen Kaukohl. Da wird's wieder unterbrochen, das Gespräch. Das ist doch uncool, Mann. Musst du wirklich stehen bleiben, ey. Ich hasse das. Ich hasse das wirklich, wenn du so gerne zuhörst und dann wird es unterbrochen, weil du einen Schritt zu weit gegangen bist, ne? Das ist halt, ja. Lenkflaumen, die orangefarbenen, rettichartige Frucht, hängt kopfüberschwebend, während sie wächst. Einige glauben, sie kann die Fähigkeit steigern, das Außergewöhnliche zu akzeptieren. Mhm. Siehst du die Übungspuppe? Wirf einfach den Kohl auf sie. Er macht den Rest. Ich soll den Kohl auf die Entschuldige, Wille. Aber was soll ich tun? Garlic möchte, dass du dich um den Kohl kümmerst. Lass ihnen Zeit zum Fressen und dergleichen. Das ist ganz leicht. Wirf einfach ein paar von diesen chinesischen Kaukohlpflanzen. Du wirst schon sehen, warum wir sie so nennen. Okay. Ja. Okay. Schau dir das an. Sie hauen alles, was sie in den Mund bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Entgnomen musste sie nicht, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. Diese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotubler oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht doch allein, aber naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Sie könnten außerhalb des Gewächshauses bestimmt von Nutzen sein. Etwas Hilfe kann nicht schaden. Selbst von einem Kohlkopf. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Lass dir Zeit. Wir sehen uns im Unterricht. Okay, danke dir. Danke dir. Okay, die sind ganz cool auf jeden Fall. Die sind ganz cool. Ey, wir müssen endlich hier den Zauber lernen, dass wir die Schlösser knacken können. Na gut, ich würde aber sagen, wir machen trotzdem hier erstmal Schluss, glaube ich. Wenn ich speichern kann. Wenn ich speichern kann, mache ich Schluss. Nee, kann ich nicht. Okay, hat sich erledigt. So, schönes Zeug mitnehmen hier. Und mit dieser nützlichen Erinnerung daran, warum wir immer unsere Drachenhauthandschuhe... Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert, Professor. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Glücklicherweise, denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet. Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Hm, da
Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. Okay. So, das war's auch schon mit dem Unterricht. Ja, muss ich ehrlich sagen? Bisschen ernüchternd, ehrlich gesagt, die Unterrichtsstunden, oder? Wie findet ihr das? Meint ihr, das wird noch knackiger, bisschen schwerer, bisschen anspruchsvoller, bisschen abwechslungsreicher? Weil irgendwie habe ich das mir richtig cool vorgestellt, wie bei Bully, ja? Bully die Ehrenrunde von Rockstar. Die haben das richtig geil gemacht. Das hat da richtig Spaß gemacht, den Unterricht zu besuchen. Weil, wie gesagt, das war auf jeden Fall anspruchsvoller. Und du konntest scheitern. Und hier anscheinend gar nicht so. Aber, wie gesagt, keine Ahnung, ob es noch kommt. Vielleicht, ja. Schreibt, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten war es das jetzt hier erstmal. Optisch natürlich wieder übelst nice hier, alles. Das ist alles so voller Liebe zum Detail. Das ist schon so, so cool, alleine anzusehen, das Ganze hier. Okay, achso, ja, die Fragen noch. Und dann hören wir auf. Gerne nochmal ein Like da lassen, jetzt hier kurz, während ich hier das auflöse. Wo gibt Lucius das Tagebuch? Ginny, natürlich in der Winkelgasse, bei Flourish und Blotz. Und wie weit oder wie viele Jahre reist Harry zurück mit dem Tagebuch? 50 Jahre. Wenn ihr das wusstet, dann wart ihr cool. Ja, ansonsten, was ist? Haut rein, bis zum nächsten Mal.